Ja, ihr Lieben, Rainer Uwe. Seine Vornamen hat er von seinen Eltern und er ist ein lebendig, geistig, sittlich beseeltes Wesen, weil er der Auffassung ist, dass er von Gott erschaffen wurde. Und somit unterstehe ich auch nur Gottes Gesetzen. Herzlich willkommen bei WMF Wissen macht frei. Ja, ihr Lieben, ich wurde des einen oder anderen gefragt und das zu Recht, wieso ich jetzt auf einmal Gott ins Spiel bringe. Und es ist schön, dass ich gefragt wurde danach und ich möchte euch auch diese Antwort nicht vorenthalten, denn alles Weitere basiert darauf. So, also, ich war 18 und habe mir so die ein oder anderen Gedanken gemacht und wir hatten viel diskutiert darüber Politik. Und ja, wir waren in der Clique nicht immer einer Meinung, doch es war immer sehr interessant, anderen zuzuhören, die schon politisch vielleicht ein bisschen parteigeprägt waren, sag ich mal. Okay. Naja. Und dann ging das so seines Weges. Und dann kannst du dir vorstellen, 20, so als Jugendlicher, da interessiert es nicht so, ob das alles in Ordnung ist um dich herum. Du lebst einfach. Du machst dir keine Gedanken, dass da etwas verkehrt sein könnte da draußen. Oder dass du ein Teil dessen bist, der gar nicht genau weiß, in was er da so funktioniert. Und lebst dein Leben. Du hinterfragst ja wahrscheinlich auch gar nicht so viel. Es sei denn, du hast vielleicht ein paar Eltern, also Papa und Mama, die vielleicht etwas bewusster unterwegs sind oder auch schon von ihren Eltern mehr mitbekommen haben. So, und so ging das weiter und weiter. Und irgendwann, ja, machst du eine Ausbildung, machst du eine Lehre, tust studieren, was auch immer. Du bist voll oder du fängst jetzt an, voll in diesem Hamsterrad zu funktionieren und machst dir überhaupt keine Gedanken. Sondern du guckst nach rechts, du guckst nach links, von dir vielleicht gerade andersrum gesehen. Ja, und da es alle so machen, muss das wohl auch normal sein. Okay, und so habe ich auch meine Lehre absolviert, war dann ungefähr 10 Jahre im Angestelltenverhältnis und irgendwann habe ich dann gesagt, so peu à peu, dann, ah ja, das kann es vielleicht auch nicht sein, du rackerst und rackerst ja und ja, du machst deinen Lohnsteuerjahresausgleich, du kriegst ein paar Öre wieder zurück und da werde ich sogar gefreut drüber, wenn du ein paar Öre zurückbekommst, ja. Und so richtig bewusst war es mir nicht, was ich doch alles eingezahlt habe. Also was alles versteuert wurde, etc. bp. Und deswegen kam der Gedanke natürlich auch gleich auf schon, ja, weil ich natürlich auch Spaß an meiner Arbeit habe, dass ich nachher auch den Menschen einen Dienst machen möchte. Und deswegen ging das viel besser in der Selbstständigkeit. Und gesagt, getan, so einfach war es nicht. Ich habe mir Zeit gelassen mit der Selbstständigkeit, denn Kinder waren unterwegs. Und da macht man einfach auch Lernpausen. Ganz normal. Also siehst voll im System drin. Und okay, dann war das so, dass dann zwischenzeitlich dann sich selbstständig gemacht wurde. Ja, und das lief so gut an. Und selbst im ersten Jahr der Selbstständigkeit haben wir Urlaub gemacht.
Ja, du wirst echt lachen. Du machst dich selbstständig und buchst schon ein Jahr vorher ja quasi den Urlaub und den gehst du auch dann an. Ja? Andere würden sagen, ich würde mal erst mal schauen, dass die Selbstständigkeit da läuft. Okay, egal, wir haben es gemacht. Und es lief sehr gut, auch weiterhin, nach dem Urlaub etc. BP. Ja, und dann wurde natürlich ein Häuschen gekauft, finanziert. Ja, dann gab es noch von der Seite der Frau, gab es natürlich noch ein bisschen Geldobolus, so nenne ich es mal. Ja, und dann konnten wir uns ein Haus kaufen. Nur zum Teil, weil es war ja was? Genau. Es war Berlin. Es wurde Kredit aufgenommen. Okay. Und so war ich noch mehr im Hamsterrad. Die Arbeit hat mir Spaß gemacht und es war so viel, dass ich es kaum mehr alleine gepackt habe. Morgens um 7 Uhr raus, abends um 7 Uhr rein. Ja, dann natürlich noch zwischendrin die Kinder, dann ins Bett legen und dann Abendessen und dann ins Büro. Das ging so eine Zeit lang. Und dann war natürlich so viel Arbeit da, dass ich gar nicht mehr gepackt hatte. Und dann kamen die Mitarbeiter. Und dann auf einmal, wow, rasselt es gerade so an Arbeit, an, ja, an Dollars, ja, und am Jahresende habe ich mich jedes Mal gefragt, wir waren jetzt zweimal im Jahr oder vielleicht mal dreimal im Jahr weggefahren und unterm Strich, trotz der Mitarbeiter, habe ich nicht mehr, im Gegenteil, eher weniger. Denn die Vorauszahlungen waren und wurden immer größer. Ist ja logisch, ne? Ist ein Rattenschwanz, wie du merkst. Ihr Umsatz muss mehr vor. Das ist so geil, das System ist so geil aufgebaut. Okay, und ich war voll eingetaucht in dieses System, bis auf einmal irgendeine innere Stimme zu mir natürlich dann gesagt hat, irgendwas stimmt hier nicht. Und tatsächlich, dadurch, dass ich natürlich selbstständig war, dass ich natürlich auch dadurch, sage ich mal, die Möglichkeit hatte, in dieser Position, wo ich war, mich ja einzulassen in der Geschichte als Ehrenamtsrichter am Finanzgericht. Wow, voll drin im System. Und ich habe gesagt, ja, mache ich 5 Jahre lang, kann ich mal schauen, was mir da so begegnet. Und mein voriger Gedanke oder das Gefühl in mir hat sich bestätigt, dass hier etwas nicht stimmt. Denn am Gericht wurde mir klar, dass im Prinzip die Menschen da draußen nur getäuscht werden, dass es eine große Simulation ist, dass es ein großes Spektakulum ist, ein großes Theaterstück. Ja, und das ist mir natürlich aufgefallen und dann wollte ich natürlich auch jetzt mehr wissen. Ja, dann habe ich mich natürlich auf den Weg gemacht. Und zwar habe ich gedacht, okay, wenn das hier im Moment, in dem ich drin bin, und in dem Moment habe ich schon angefangen, alles so zurückzuschrauben. Ja, also die Mitarbeiter schon wieder entlassen. War ja auch lang genug, mit den Jahren, wo ich da getragen habe, mit allen. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, irgendwie will ich die Wahrheit erfahren. Und ich wusste nicht, damals nicht, was ich heute natürlich weiß, logisch. Und ich wusste auch nicht, wer mir zur Seite steht. Doch ich habe einfach darum gebeten,
habe gesagt, okay, ich lasse mich auf den Deal ein und möchte die Wahrheit erfahren. Und so habe ich mich an Gott gewandt und habe dann gesagt, okay, lieber Gott, ich habe nicht mehr Lust und Bock, so viel Muße, draußen mich abrackern, etc. pp. Nur, dass das Finanzamt reich wird oder das, was hinter dem Finanzamt steht, egal. Mir war das auf einmal alles sehr skurril und sehr suspekt geworden. Und ich möchte die Wahrheit erfahren. Zwischenzeitlich dann von Frau und Kinder getrennt. Sehr wahrscheinlich durfte ich nur so den Weg gehen, dass ich frei bin von allem. Denn wenn ich vorher alles gemacht habe, dann habe ich alles für andere getan. Also für meine Kinder, für die Frau, dass es allen anderen gut ging. Nur ich selbst blieb irgendwie auf der Strecke und meine Seele hat schon irgendwie geschrien. Und so wurde ich da rauskatapultiert aus dieser Ehe und konnte so meinen Weg gehen. Am Anfang dachte ich zuerst noch, ach je, das war jetzt das Schlimmste, was mir passiert ist. Und am Ende habe ich gemerkt, das war das Beste, was mir passieren konnte. Und sehr wahrscheinlich, genau wie bei der Wahrheit findend, hat mir dort auch eine Kraft geholfen, von der ich bis dato noch nicht so richtig wusste, dass sie so massiv da ist. Und so habe ich dann auf einmal das Ganze ganz massiv hinterfragt und dann kam ich auf einmal, weil ich ja gesagt habe, ich will die Wahrheit wirklich wissen und erfahren, dann kam ich durch Zufall, ich weiß es heute gar nicht mehr genau wie, in eine Gruppe hinein, die sich eben mit so Sachen beschäftigt, mit Staatsrecht, ja, mit der Situation, wo wir das jetzt hier haben, also im besetzten Gebiet Deutschland von den Alliierten. Und das, die haben das ganz genau zerlegt. Das heißt, die haben dich beschäftigt mit dem, was die Weimarer Republik war, mit dem, was danach alles kam, Adolf Hitler etc. pp., also illegal an die Macht, genau wie die Weimarer Regierung, sodass tatsächlich der Stand von vor 1914 noch besteht. Okay. Und dann, ich habe mir das alles nur angehorcht und habe das so aufgenommen. Und dann irgendwann sagte jemand zu mir, sag mal, du bist doch selbstständig, wie verschickst du die Post? Und sag ich, wie soll ich denn die Post verschicken? Ganz normal. Ich weiß gar nicht, was damals so war. 60, 65 Cent oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ja. Und dann habe ich das so gesagt und der andere sagt, ja, du weißt schon, dass es auch anders geht. Sag ich, wie meinst du das? Ja, sag ich, weiß, wie du das meinst. Indem ich die Post selber hinfahre. Ja, dann brauche ich keine 65 Cent drauf zu kleben. Nein, 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 sagt er, du kannst das schon für 3 Pfennig früher, ja, also umgerechnet heute 4 Cent, beziehungsweise kannst du auch 2 Cent machen. Ja, alles ist in Ordnung. Das kannst du machen. Ich sage, ehrlich? Und er sagt, ja, das stimmt. Und ich habe da reingefühlt und habe gesagt, okay, das fühlt sich irgendwie richtig an. Ich konnte es aber nicht erklären. Und er hat gesagt, du musst nur hier eine eckige Klammer um die Postleitzahl machen. Und da habe ich gesagt, das finde ich geil. Und ich bin so jemand, der fackelt da nicht lange, sondern der organisiert dich dann 2 Cent Briefmarken und schickt die dann ab die Briefe. Und das habe ich gemacht mit 3 Briefen unterschiedlich. Ja, am Anfang habe ich, glaube ich, wirklich noch 4 Cent draufgeklebt. Heute mache ich nur 2 Cent. Am Schalter, glaube ich, gibt es jetzt nur noch 5 Cent Briefmarken, die kleinsten. Zum Ergänzen natürlich, müsste dann auch sagen. Oder wenn ein Automat vor der Postfiliale steht, dann müsst ihr ganz klar, da könnt ihr 50 Cent reinwerfen, macht dann klickt 2 Cent an, das 25 Mal und radar, 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 Start bestätigen und dann druckt ihr das an.
Also, das habe ich dann gemacht. Und erst dann, als ich die Dinge eingeworfen habe und alle bei mir zu Hause ankamen, ohne Nachporter, ohne alles, also es ist auch nicht wieder zurückgeschickt worden an den Absender, weil zu wenig frankiert wurde, ja, das war interessant, sondern es ist eingeworfen worden. Also habe ich festgestellt, das funktioniert, das scheint die Wahrheit zu sein. Aber das andere ist wohl auch die Wahrheit, ja? Und nur noch mal als kurzen Hinweis, ihr wisst, das sind die zwei Ebenen, wo ich immer wieder sage, das hier ist Grund- und Bodenrecht, Staatsrecht und hier oben drüber dasselbe ist die fliegende Untertasse, das ist die BRD. Die BRD will heute, ich glaube, 85 Cent haben und im Staatsrecht unten bist du immer noch für 2 Cent unterwegs. Und warum? Weil 1892 war es, glaube ich, wo ein Vertrag geschlossen worden ist, ein Postbeförderungsvertrag, den könnt ihr gerne googeln. Es stimmt alles nicht, was ich sage, liebe Leute. Ich sage es jetzt nochmal. Es stimmt alles nicht, was ich sage, denn ich lüge von A bis X und Y und Z und so weiter und so fort. Ja? Und deswegen recherchiert bitte selbst. Ich sage immer wieder, ich kann nur jemandem wirklich folgen oder vertrauen oder ihm glauben, wenn ich außer dem Gesagten, was da draußen so gesagt wird, was kreucht und fleucht, noch andere Informationen habe. Und dann stelle ich die Informationen gegenüber und dann fühle ich rein. Und dann merke ich genau, wem ich vertrauen kann, ja, wem ich zustimmen kann und was ich dann als Lüge erkenne. Ja, und wie gesagt, dann habe ich das recherchiert und siehe da, tatsächlich, es gibt sowas wie einen Postbeförderungsvertrag und der konnte eben nicht aufgehoben werden, 45 nach Kriegsende, so dass es also auch das Deutsche Reich weiterhin gibt. Das ist ein Beweis für mich auch, ja. Und es sagt es ja auch das Bundesverfassungsgericht, dass es das auch noch gibt, ja. Das Deutsche Reich ist niemals untergegangen, ja. Denn nur die Wehrmacht hat kapituliert und nicht das deutsche Volk. Das ist ein Unterschied. Ja? Und somit auch dieser Postbeförderungsvertrag in dem Deutschen Reich, was wir hier noch haben, als Grund- und Bodenrechte noch vorfinden. Und deswegen müssen die Briefe mit 2 Cent auch transportiert werden. Okay, sage ich. Wunderbar, gut. Und somit habe ich erkannt, worum es geht. In diesem Moment habe ich immer mehr und mehr Gott mit einbezogen bei mir. Und wenn ich dann die Wahrheit wissen wollte, habe ich immer Gott drum gebeten. Ich habe vorher gebeten, wirklich, ja, ich bitte, bitte, lieber Gott, zeig mir jetzt mal, was ist die Wahrheit und dass ich dann so und so sein will, wenn die Wahrheit das da ist, ja, dass es alles Lug und Betrug ist. Und dann möchte ich gerne frei sein davon. Das fing also an, so mit Krankenkasse etc. BP, ja. Und dann hat mir ganz klar eine Stimme gesagt, ja, es ist wahr, es ist möglich, dass du hier auch ohne Krankenversicherung sein kannst, ja. Okay, auch ohne Einzahlung in eine Rente, auch das ist möglich, ja. Ohne GEZ und so weiter und so fort. All das ist möglich gewesen. Ich habe gefragt. Und so bin ich halt mit Gott gegangen. Und mit Jesus Christus. Sie waren stets an meiner Seite und er hat mich auch befreit oder er hat das getrennt, was nicht mehr zusammengehört, wie damals diese Ehe, weil wir beide so verschieden waren und ich halt auch nicht meinen Weg sehr wahrscheinlich zu Gott gehen konnte, weil meine damalige Frau einfach ganz anders orientiert war. Ja, sie ging zwar in die Kirche, die Kinder wurden auch getauft, ja. Und Kommunion hatten sie gehabt und so weiter und so fort, doch nicht wirklich an das wohl geglaubt. Ja. Okay, und was ich noch dazu sagen möchte, Kirche ist sowieso ein anderes Thema wie Gott und wie Jesus Christus bei mir. Ja. Und so bin ich also diesen Weg weitergegangen. Immer weiter, immer weiter. Ich habe nicht groß recherchiert. Ich habe erst dann
etwas in Frage gestellt oder recherchiert, wenn ich von jemandem eine Lösung bekommen habe. Ja, der hat dann gesagt, pass auf, das ist hier, das ist so und das läuft so. Ah ja. Und dann habe ich das hinterfragt und habe dann geguckt, ja, ich möchte wenigstens wissen, weshalb das so ist. Dass, wenn ich gefragt werde, dass ich dann auch stehen kann. Wie zum Beispiel, wenn ich angehalten werde von einem in der Dienstuniform, wo da drauf steht groß Polizei, ja, ob ich da mitmachen will oder nicht, je nachdem, was ich für einen Tag habe und ob es mir danach ist und worum es überhaupt geht, ne? Denn ich muss und will überhaupt nichts mehr, denn ich bin ein lebendig, geistig, sittlich beseeltes Wesen und keiner hat irgendwie mich mit der Kelle anzuhalten und sagen, ja, Kontrolle, ja. Ich halte auch keinen an und sage, hier, Kontrolle und so weiter fort. Ich mache keine Machtspielerei und das ist auch nicht das Gesetz Gottes, ne. Also, und dann habe ich erkannt, worum es geht. Es geht darum, den Weg einfach mit Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist und mit Gott zu gehen. Und wenn ich mich auf diese Führung eingelassen habe, dann war es immer leichter und einfacher, wie wenn ich gemeint habe, ich selbst, ich will jetzt mal was tun und entscheiden. Und da habe ich meistens einen mit dem Knüppel übergezogen bekommen, ne, einen Denkzettel bekommen, halt, stopp, so geht's nicht, ja. Nicht alles an die große Glocken hängen, wie damals, wo ich mit den Kfz-Autoschildern rumgefahren bin, Freiheit 1 und Freiheit 2, ja. Ganz klare Sache, da haben die da draußen gemeint, in dieser Dienstkleidung, das geht so nicht, ne. Okay, habe ich erkannt, muss ich ein bisschen zurückrudern und muss es stiller machen, ja. Ja, und da bin ich halt so meinen Weg jetzt gegangen. Und deswegen sage ich immer und immer wieder, ich bin nicht gegen das System. Ich habe es auch benutzt. Ja, ich konnte darin auch gedeihen. Ja, natürlich hat man mich auch benutzt, ja. Also moderne Sklaverei geführt. Aber das diente mir ja zum Erwachen für alles. Ja, und das sage ich immer wieder zu euch da draußen, hört auf dagegen zu kämpfen. Du musst dir das so vorstellen. Da steht jetzt etwas Hohes, Großes und das leuchtet. Das nennt man Leuchtturm. Ja? Nur mal symbolisch gesehen jetzt. Und das ist Gott Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist. So, der steht da und er leuchtet. Und dann hat man natürlich jetzt versucht, von Anbeginn an, im Prinzip diesen Glauben, es geht ja um den Glauben. Glaube ich das, dass es Gott gibt, dass es Jesus Christus gibt und den Heiligen Geist oder glaube ich nicht daran? Ja? Dass man den Menschen immer mehr um den Glauben genommen hat. Ja? So, und dann hat man natürlich auch die römisch-katholische Kirche aufgebaut. Ja? Von dem Papstle. Ne? Jo. Das ist ja mit dem Ring und mit dem Stock und der Schlange dran und alles, die ganzen Symbole, kennt ihr alles vielleicht viel, viel besser wie ich. Ich kenne sie kaum, interessiert mich alles auch gar nicht. Ja, und dann hat man vorher schon das Ganze zerstört, ne? Und dass der Glaube von Gott niemals so stark durchkommt. Deswegen hat man alles andere drumherum aufgebaut. Jetzt könnte ich sagen, um den Leuchtturm herum. Du kannst dir vorstellen, etwa wie Mexico City, eine Stadt mit 40 Millionen Einwohnern, glaube ich, oder mehr. Zentral in der Mitte steht der Leuchtturm. Doch um den Leuchtturm herum ist das ganze Außengebiet bis zum Rand außen hin, ja, von Mexico City, aufgebaut mit allem Teuflischen, was es überhaupt zu denken gibt. Also, das können zum Beispiel sämtliche Arten von Olympiaden sein, sämtliche Arten von Weltmeisterschaften sein, in allen Sportarten, sämtliche Autorennen etc., Motorradrennen, sämtliche Sportarten, ja, alles, was du dir vorstellen kannst, sämtliche Weinfeste, sämtliche Oktoberfestveranstaltungen, sämtliche Jahrmärkte, Kirmesse, all das. Komplett sämtliches Kino gehen, ja, all diese ganzen Sachen, die ablenken sollen
von dem Leuchtturm, ja, die hat man erschaffen, damit die Menschen nicht mehr so stark an das glauben, was sie da so sehen könnten, wenn sie es denn sehen wollten. Ja? Aber stattdessen hat man außenrum gebaut und die Menschen gehen da drumherum und gucken, wo können wir uns heute wieder belustigen lassen, in welches Phantasialand fahren wir denn heute oder morgen und so weiter und so fort. Ja? Kinderanimation, was machen wir denn? Man kennt nicht mehr den Wald, ja, oder eine Wiese, wo man dann einfach mal Picknick macht mit den Kindern. Nein, es muss gleich immer was Hochtrabendes sein, um eine Kinderbelustigung herzustellen, ja. Also ich habe selbst erlebt, ich war drin, ich weiß, von was ich erzähle. Ja, ich habe alles Mögliche getan für meine Kinder. Ja, und auch, dass meine Frau zufrieden war. Nur ich selbst habe mich vergessen, dass ich mich selbst finden kann, dass ich mal zur Ruhe gekommen bin, dass ich mal wieder den Weg zu Gott finden könnte. Ja, als Kind, alles klar, gebetet und das habe ich mit meinen Kindern auch gemacht. Ich habe ihnen das versucht weiterzugeben, ja, sodass auch in ihnen der Gottesfunke ruht. Und dieses Video ist auch für meine Kinder. Ja, auch das muss klar sein, denn der Teufel ist in uns. Ja, es ist wirklich wahr. Der Teufel ist in uns. Aber genauso ist auch das Göttliche in uns. Ja? Und die Aborigines und die Urvölker, die sagen ganz klipp und klar, wir haben immer zwei Anteile in uns drin. Einmal den dunklen Wolf und einmal den hellen Wolf. Es geht nur darum, welchen Wolf ich wann wie füttere. Ja? Nur, dass man das begreiflich ist, wieso ich jetzt von Gott rede, weil wenn er nicht dabei gewesen wäre, hätte ich können sehr wahrscheinlich diesen Weg so gar nicht gehen. Ich wäre heute immer noch im Hamsterrad und würde denken, alles um mich herum ist ja normal, weil es alle so machen. Und so habe ich das halt durch ihn erfahren, dass er mich versorgt, dass er einfach immer in diesen Momenten für mich da ist. Wenn ich sage, oh, jetzt möchte ich was arbeiten, jetzt brauche ich mal wieder Arbeit, weil wir brauchen ein bisschen Geld, um, was weiß ich, mit dem Wohnmobil wieder von A nach B zu fahren oder so. Ja, dann kriege ich einen Auftrag und dann können wir das machen. Ja? So, und wenn er dann ein bisschen zu viel schickt, sage ich dann auch mal, halt, stopp. Ja? Ich mag gar nicht so viel arbeiten. Ich möchte lieber ein bisschen das Leben genießen. Und dann sagt er, okay, ist gut, dann ist auch das Telefon ruhig. Es klappt wirklich, Leute. Die Frage ist nur folgendes. Es geht nicht darum, Gott und Jesus einfach mit dem Verstand in sich zu haben. Und zu sagen, oh ja, ja, ich glaube dran und dann ist gut, ja. Und das ist die Krux dabei, was Jesus auch erfahren hat, in Anführungsstriche. Denn da kam jemand und er wollte ihn ausprobieren. Ja, der wollte ihn testen. Hat gar nicht dran geglaubt, wirklich. Und dann kam er zu Jesus und hat dann gesagt, irgendwie so muss es gewesen sein, ihr kennt vielleicht die Geschichte besser wie ich. Jesus, Jesus, kannst du mich auch wieder gehen machen? Ja. Und dann sagte Jesus, glaubst du dran? Und er sagte, ja, ja. Und dann sagte Jesus nochmal, glaubst du dran? Ja, 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 hat er dann gesagt. Und dann sagte Jesus, dir geschehe nach deinem Glauben. Und der Mann stand auf und ist wieder hingefallen und hat ihn verhöhnt und verschimpft und als, was weiß ich, Heuchler betitelt und was weiß ich alles Mögliche. Und dabei hat Jesus nur gesagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Hier im Herzen glaubst du wirklich an das Wort. Das ist wichtig. An das Wort, was Jesus verkündet hat, was er uns verkündet hat von Gott, ob wir das wirklich glauben. Und wenn du dran glaubst, dann wirst du mit Sicherheit wahre Wunder erleben, so wie ich sie das ein oder andere Mal schon erlebt habe. Denn ich wüsste nicht, ob ich den Weg so dann erfolgreich gegangen wäre, wenn Jesus und wenn Gott nicht dabei gewesen wären bei mir. Ich weiß es nicht. Ja? Ich kann es nicht sagen.
Ich bin dankbar, dass ich das trotzdem getan habe, denn ich habe es auch für meine Kinder getan, weil ich habe ihnen schon etwas geebnet. Ja? Und ich zeige ihnen, egal welche Meinung sie haben von mir, dass das doch machbar ist und funktioniert, wenn ich mich dazu bekenne und wenn ich die Wahrheit haben will. Ja? Und so bin ich auch nicht im Kampf mit den anderen von dem System der BRD oder der Bundesrepublik in Deutschland, sondern ich lasse ihr Spiel spielen, bis die Wahrheit so ans Licht kommt. Und vielleicht trägst du damit bei, wenn du das Video jetzt ganz, ganz kräftig teilst, weil es geht um unser aller Wachwerden, dass wir der Wahrheit folgen. Egal wie es ist, auf jeden Fall werden wir hier getäuscht von A bis Z. Das muss dir klar sein, auch wenn es dir gut geht in dem System. Heute hast du noch mal Glück gehabt. Heute hat es dein Nachbar rechts erwischt. Gestern hat es dein Nachbar links erwischt. Und morgen kannst du vielleicht schon dran sein, weil es den Drahtzieher hinten dran, egal wer da hinten dran ist, es interessiert mich nicht. Ich kann dir sagen, wer es ist. Es ist der Gegenspieler von Gott. Wer ist das? Das ist Teufel, das ist Luzifer, das ist Satan, das ist die Schlange, das ist, kurz gesagt, die Lüge. Du kannst es bezeichnen, betiteln, wie du willst. All das kämpft gegen das Licht. Und es wird Zeit, dass wir alle Lichtarbeiter werden oder zu Gott stehen. Das Lichtarbeiter-Syndrom kommt aus der Esoterik, aus der Spirituisten-Szene. Nein, dafür mache ich nochmal ein separates Video im Anschluss an das hier. Ja, dass das nochmal klarer wird, worum es geht überhaupt mit Gott. Und ich hoffe, euch da draußen jetzt meine Wahrheit begann also mit was? Genau, mit einer Briefmarke. Und der Weg meiner Wahrheit, der wird bestritten mit Gott. Und dann werden wir einfach sehen, was weiter passiert. Ich brauche nicht zu richten. Steht mir nicht zu. Ich weiß nicht, ob die davon wirklich so viel verkehrt machen oder falsch machen oder anmelden oder nicht anmelden, ihre Steuer selber angeben oder nicht, sondern ich gebe es dann weiter und lasse das von jemand anderem prüfen, der dafür zuständig ist. Und auch eine Strafanzeige mit Strafverfolgung. Ja? Und wenn dann nichts ist, ist eben nichts. Und wenn die dann doch unrecht gehandelt haben, dann müssen sie dafür natürlich Gewehr bei Fuß stehen. Das ist einfach so. Ja, dann sind sie nicht dem Leuchtturm gefolgt, sondern dem Teufel. Und das kann jeder frei entscheiden und frei machen. In diesem Sinne war das ein Video, was es mit Gott auf sich hat, wo ich meinen Weg gehe.